Viele Wege führen nach Sasen, trampend auf der A5 oder per Fahrrad auf dem R7 von Gießen oder von Bad Hersfeld aus oder halt mit der Bahn, denn Sasen liegt an der Vogelsbergbahn. Zwischen Gießen und Fulda verläuft die über Alsfeld und wenn man von Gießen kommt, eine Station nach Reiskirchen, liegt Sasen. Nicht jeder Zug hält hier, aber wenn ihr dann da seid, ist es sehr einfach, die Projektwerkstatt zu finden. Ihr steigt aus und geht, von Gießen kommend gedacht, einfach auf dem Bahnsteig weiter, entlang dort, bis ihr ein Brückengeländer seht und dort geht ihr dann links den kleinen Trampelpfad herunter. Ihr kommt dann auf eine Straße und die geht ihr jetzt der Kurve folgend entlang. Um die Kurve herum sind es vielleicht noch 200 Meter und ihr seht vor euch den Dorfplatz. Geht einfach die ganze Straße bis zum Ende entlang, vorbei an den seltsamen Vorgärten, die das Denken manch Sasener und Sasenerinnen gut zeigt. Hier seht ihr das Ganze nochmal als Luftbild. Unten der Bahnhof, ihr geht diese Straße entlang, kommt auf den Dorfplatz, da müsst ihr euch so links rumschrauben, dann wieder nach rechts in die Ludwigstraße bis zur Projektwerkstatt. Wenn ihr dann dort seid, werdet ihr das Haus sofort erkennen. Es ist bunt und fällt auf und ist auch entsprechend beschriftet. Vielleicht kommt ihr auch mit dem Fahrrad. Von Gießen aus geht es hinein in den Ort, wieder zum Dorfplatz und von dort Richtung Projektwerkstatt. Oder von der anderen Seite, nämlich von Grünberg, über die Lindenstraße zur Projektwerkstatt. Ihr kommt jetzt von hinten an den Garten heran und seht dort Bauwägen, seht dort den Garten mit ein paar Wiesenflächen, auf denen man zelten kann. In den Wägen befinden sich allerhand Sachen, die auch nützlich sind, von Fahrrädern bis zu Baumaterialien. Aber ihr geht zunächst weiter, entlang eines Bauwagens mit einem wunderschönen Wandgemälde und seht dann, überall ist die Projektwerkstatt bemalt. Hier hat sich ein Wandmaler richtig ausgetobt. Aber das macht das Haus insgesamt aus. Überall finden sich spannende Ecken. Nicht nur Materialien für Aktionen, das ist ja das Wichtigste, sondern hier haben sich auch Leute ausgetobt, die einfach eine Villa Kunterbunt des politischen Widerstandes schaffen wollten. Zwischen den Häusern und Bauwägen befindet sich der Innenhof, wo man an einem großen Tisch sitzen kann. Und von dort könnt ihr euren Blick schweifen lassen. Über die vielen bunten Ecken, die bunten Wände. Überall rankt und wächst es. Ihr seht auch mehrere Eingänge. Der erste von der Straße aus führt in das Vorderhaus. Das ist der Eingang zu den ganzen Technikräumen, zum Laden mit unseren ganzen Büchern und CDs und zu den Orten, wo sich Menschen aufhalten, die an Projekten werkeln. Der Haupteingang ist aber zwischen den beiden Gebäuden. Dazu geht ihr über den Hof an der vorderen Tür vorbei und steht dann vor einer Glastür, dem Zugang zu dem fantastischen dreistöckigen Wintergarten, der alle Räume miteinander verbindet. Wagt euch hinein und dann steht ihr in diesem irren Gebäude. Ihr schaut nach oben, seht den Himmel und trotzdem sind da noch Etagen dazwischen, aber alle aus Glas. Ihr steht im Zeitschriftenarchiv und im Treppenhaus mit vielen spannenden Sitzecken, die selbst im Winter bei den ersten Sonnenstrahlen sehr schnell warm werden. Nehmt die Treppe nach oben. Ihr kommt dann direkt zu unserem größten Raum, dem Seminar- und Kinoraum. Hier lassen sich richtig gut Veranstaltungen machen, Vorträge, Filme oder Seminare. Der Raum ist bestens ausgestattet mit Beamer, Computern, anderen Projektoren und hier rundherum befindet sich auch unser Videoarchiv. Das erstmal als kurzer Überblick und wieder hinaus. Und dann sehen wir, dass hier noch viele Türen abgehen. Links und rechts immer die Zeitschriftenarchive. Eine Tür links führt in das Direct Action Archiv und den Direct Action Raum. Hier findet sich
jede Menge Aktionsmaterial von Transparenten, Graffiti-Sachen, Spritzen, was man halt so braucht, Konfetti, um kreative Aktionen zu machen. Und wieder raus in den nächsten Raum. Das ist unser Kleingruppenraum. Hier kann man gut in der Runde sitzen, bis 20 Leute, sehr gemütlich. Viele Spiele sind dort, wenn man mal einen interessanten Abend verbringen will. Und hinten in der Ecke unsere Filmschneidewerkstatt, wo auch dieser kleine Film entstanden ist. Das im ersten Stock. Und schwupp geht es noch höher über die ersten Glasflächen, Panzerglas aus einer Sparkassenauflösung. Oben wächst Wein. Und von August bis September kann man hier direkt in den Mund arbeiten, wie im Schlaraffenland. Auf der obersten Ebene befindet sich eine größere Sitzgruppe, die auch im Winter häufig, wenn die Sonne scheint, ausreichend warm ist, um sich dort ins Helle zu setzen. Das ist der wärmste Platz des Hauses, ein einsamer Sessel zum Lesen. Das passt, denn direkt daneben befindet sich die Bibliothek. Bevor wir da aber reingehen, schauen wir uns noch einmal um. Durchs Fenster auf ein Grasdach, was hier über den Räumen ist, und dann noch einmal zurück von oben in diese Sitzgruppe, in der sich hervorragend sitzen lässt. Und nun durch die Tür in den schönsten Innenraum der Projektwerkstatt, die Bibliothek. Überall dort Regale voller Bücher, voller gesammelter Zeitschriftenartikel, voller vieler Broschüren, graue Literatur, also das, was man sonst nicht so findet, macht hier die Stärke auf. Alles ist in Waben geteilt. In der einen gibt's eine Hängematte, in der anderen eine Sesselecke, dann wieder eine Computerecke, ein Videoplatz. Also hier gibt es so viele Waben, in denen man unterschiedlichste Tätigkeiten machen kann, dass mitunter immer Leute in diesen Räumen verloren gehen. Genießt den virtuellen Rundgang durch die Bibliothek. Eine Etage tiefer, weitere Archive. Hier steht zum Beispiel das Archiv zu den vereinfachten Welterklärungen. Andere nennen das Verschwörungstheorien. Und von dort geht es wieder in den Seminarraum. Das heißt, man sieht, von dem kommt man auch immer direkt in die Bibliothek. Zwischen den beiden Bereichen, dem Seminarraum und der Bibliothek, unsere Theaterwerkstatt und die Kinderecke. Und dann auf der anderen Seite die Stufen runter auf diese Tür zu, hinein in unsere Schlafräume. Denn hier kann man auch Seminare machen mit Übernachtungen. 20 Betten stehen bereit für Menschen, die nicht so sehr den Luxus eines Einzimmer-Apartments mit WC und Dusche suchen, sondern ein Projekt- und Seminarhaus, in dem einfach tausende Materialien für kreative Projekte und Aktionen zu finden sind oder besondere Bedingungen für hierarchieminderte Seminare. Dafür ist das Haus gebaut und dafür laden wir euch ein und wünschen euch kreativ widerständigen Aufenthalt. Raus aus der ehemaligen Scheune, wieder ins Glashaus. Wir gehen runter ins Erdgeschoss, schauen auf Jongliermaterialien und einen Schrank, in dem sich Kletterkram befindet. Hier in der Projektwerkstatt ist eben alles für Aktionen da. Wir gehen raus auf den Hof und schauen uns mal die Räume an, wo die Hauptzugänge vom Hof sind. Die meisten haben zwar auch noch Durchgänge nach innen, aber vom Hof kommt man zum Beispiel zu diesem Raum, einem schallisolierten Raum, in dem man Musik und Partys machen kann. Tür auf, noch eine Tür, das ist gut für den Schallschutz. Auch die aufmachen und dann Licht an. Wir sehen Musikinstrumente, ein Tischfußball, ein Billardtisch. Das ist der Raum für lange und auch durchaus für laute Abende. Draußen weiter, an dem großen Scheunentor entlang, Richtung Durchgang zum Garten, wo sich zudem noch ein kleines Klo befindet, und auf der anderen Seite unsere Werkstatt mit vielen Materialien, Werkzeug zum Schweißen, Metall bearbeiten, Holz bearbeiten, Fahrrad reparieren. Das alles vom Hof erreichbar. Und von dort gehen wir jetzt zum vorderen Haus. Die Tür
Kennen wir schon. Es ist die erste, an der man vorbeikommt, wenn man von der Straße zur Projektwerkstatt geht. Die öffnen, noch eine öffnen und dann stehen wir im Treppenhaus des Vorderhauses. Das ist der Ort, wo eine Menge von Pinnwänden über aktuelle Termine und anliegende Arbeiten informieren über das, was gerade gesucht wird. Unten eine Tür. Dahinter jede Menge Computer und Elektronik. Hier sind lauter Arbeitsplätze eingerichtet, an denen man hervorragend Pressearbeit machen kann, Internetseiten machen kann, layouten kann, scannen kann. Sehr viele Begleitgeräte dafür sind auch da und ein Regal mit den Akten der laufenden Projekte. Eine Ecke zum Elektronikbasteln und hier der Arbeitsplatz mit dem größten Bildschirm, den wir haben, dem Layout-Computer. Und einige Sammlungen von Schnibbelbüchern und Layout-Sammlungen. Im Nachbarraum weitere Computer. Ein Arbeitsplatz für Musikschnitt und der Arbeitsplatz für Internet und Schreibarbeiten. Das alles einfach gefilmt, so wie es an genau diesem Tag aussah, mitten in der Arbeit. Eine weitere Tür führt in die Kopierer- und Druckerräume. Hier findet sich zum einen ein Kopierer, den man so für den Alltagsarbeiten benutzen kann, und dann ein Raum weiter eine Ausstattung zum Drucken, ein Risograph, ein Sortierband, ein Schneidetisch und eine Falzmaschine. Gehen wir einen Stock höher. Vorbei an den Pinnwänden kommen wir in den Bereich einer Küche. Es ist die zweite Küche neben der, die zum Seminarhaus gehört und die unten vom Glashaus abgeht. Das hier ist die Küche, die die Leute benutzen, die nicht als Gruppe hier sind, sondern eher einzeln oder zu wenigen und auf längere Zeit an einem Projekt schrauben wollen. In die andere Richtung geht es durch die Küche und einige Lebensmittellager durch in einen Raum, in dem wir unsere Bücher ausstellen. Die Veröffentlichungen, die im Laufe der Jahre in der Projektwerkstatt entstanden sind, wie ein kleiner Buchladen, kann man sich das hier alles angucken und kann hier die Schriften erwerben. Preise stehen dran, aber darf auch gerne nach Selbsteinschätzung gemacht werden. Das gibt's auch im Internet unter www.aktionsversand.de.vu. Dahinter ist das Lager, hier unser Versandtisch und ein Tisch mit mehreren Internetanschlüssen für Leute, die ihre Computer mitbringen. Noch eine Tür ist dort und da kommt man noch ein Stockwerk höher, ins Dach des Vorderhauses. Hier können alle, die sich hier ein paar Tage aufhalten und an Projekten schrauben, ein Bett finden. Es ist der zweite Bettenbereich neben dem Seminarhaus. Wieder im Seminarhaus können ganze Gruppen für Bildungsmaßnahmen unterkommen. Und hier können Menschen für einige Tage ihren Kram unterstellen und sich ein Bett nehmen. Über 10 Betten stehen hier im Dachraum bereit. Keines ist privat. Es gibt überhaupt keine Privatecken in diesem Haus. Aber für alle Menschen, die hier an politischen Projekten schrauben wollen, ist immer irgendwie ein Platz frei. Verwinkelt und überall in den Ecken, aber man findet einen Platz. Einen Bereich gibt's noch und wieder gehen wir vom Hof aus dort hinein, in den Keller. Der vordere Raum, in den wir dann treffen, ist Legende. Unser Lager containerter Sachen. Was hier an Lebensmitteln gelagert wird, natürlich immer sich verändernd, ist eine Riesenmenge und zeigt, Containern ist zwar nicht selber etwas Politisches, sondern wir machen das, um unabhängig zu sein, um besser für eine Welt kämpfen zu können, in der es dann unter anderem diese Container nicht mehr gibt, aber auf keinen Fall ist es Armut. Es ist einfach ein Schlaraffenland in der Projektwerkstatt. Eine Tür weiter, unsere Heizungsanlagen. Das ist ein ziemlich ausgedehntes System mit den ganzen Steuerungsanlagen und Pumpen der Solaranlage kombiniert mit einem Holzgebläsekessel. Im Sommer macht die Sonne das Wasser warm, im Winter dieser Holzgebläsekessel mit Holz, was wir uns einigermaßen gut organisieren können, sodass auch dort uns alles nichts kostet und wir unabhängig bleiben.